Die Walzengießerei hat auch in diesem Jahr wieder einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Am 17. Juni waren die Werkstüren auf der Grenzstraße 9 erneut für viele Stunden geöffnet. Der diesjährige Tag der offenen Tür stand ganz im Zeichen des 125-jährigen Firmenjubiläums der Walzengießerei Coswig. Dabei konnten sich die rund 1100 Besucher über das Unternehmen, seine Produkte und Verfahren, aber auch über die Ausbildungsbedingungen informieren. Um die Ausbildung zeitgemäß zu präsentieren, war eigens dafür ein zweistöckiger Infotruck aufgefahren worden. Im unteren Bereich des Infotrucks konnte man sich eine Reihe von Fertigungsprozessen in der Metallindustrie anschauen. In der oberen Etage, die jedoch an diesem Tag für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, ist ein richtiges Klassenzimmer zu finden mit einem riesigen Touchscreen als Herzstück des Raumes. Dieser Touchscreen ist wie ein Tisch angeordnet und erlaubt in virtueller Weise unzählige Blicke in Räume eines Unternehmens. Eine Vielzahl an interessierten Besuchern hatte die Gelegenheit zu einem Rundgang durch die beeindruckend großen Bereiche der Walzengießerei. Dabei beantwortet Mitarbeiter sämtliche Fragen der Besucher rund um die Branche und gaben Erklärungen vielfältiger Art. Aufgefallen war, dass sogar ehemalige Mitarbeiter des Hauses, nun als Rentner, sich diesen Tag am alten Arbeitsplatz nicht hatten entgehen lassen. Als Höhepunkt des Tages durfte wieder für viele Besucher ein Abstich und das Gießen gewesen sein, bei dem sie hautnah dabei sein durften, natürlich in einem respektablen Abstand zum flüssigen Metall. Von drei Seiten aus konnte man das Ereignis samt der Arbeiter in feuerfester Bekleidung beobachten. Was aber bei genauem Hinhören wie Wasser klang, ist kochend heiß. Immerhin hat das flüssige Metall eine Temperatur von rund 1400 Grad Celsius, wenn es aus dem Ofen schießt. Moderiert von einem fachkundigen Mitarbeiter wurde der flüssige Stahl veredelt und im Anschluss in eine Form gegossen. Zu solch einem Tag gehört in der Regel auch ein Rahmenprogramm, meist auf die ganze Familie abgestimmt. Dazu gehörten eine Hüpfburg für die Kinder, bunte Dreiräder, um die Zeit ein wenig zu vertreiben, oder auch das beliebte Bullenreiten. Selbstverständlich hatte die Walzengießerei auch für das leibliche Wohl seiner Besucher gesorgt, Speisen und Getränke zu erschwinglichen Preisen angeboten. Um mit einem kühlen Blonden auf diese heiße Firma und ihr 125-jähriges Firmenjubiläum anzustoßen. Ein Ereignis, das sich wahrlich sehr viele Coswiger nicht entgehen ließen.